Tach! Der nächste Level heißt Wipfelwirrwarr. Aber in erster Linie sieht es für mich nach einem Loren-Level aus. Wir schauen mal. Willkommen zurück. Ja, Level 1-4. Alter, der Cranky Kong, der freut sich ganz besonders, ne? Der hat seinen zweiten Frühling! Oder den ersten, ich weiß ja nicht genau, also... Das mit Paulina würde mich so gefallen haben in den 80ern. Let's go! Wir starten also in so einem Flugzeug, I guess. Jetzt gucken wir uns mal die Spezialfähigkeit von Cranky an. Ach, Achtung. Ja, Bananenmünzen. Ich hatte es schon prognostiziert oder ich wusste es vielleicht noch. Hier ist Diddy. Explizit. Keine Wahl. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich Diddy nehmen, ne? Das ist gedacht so. Da muss Smash-Kämpfer unter sich, meine Damen und Herren. Ist ja nicht so einfach. Ich muss erstmal gucken, was die wollen, ne? Etwa. Nur die Ruhe. Ah, jetzt merke ich es aber, das schießt sich wieder zurück. Mal ein bisschen schneller werden, aber... Aber die Ruhe bewahren. Der Anfang hätte noch ein bisschen zügiger sein können. Hat ja geklappt, ne? Sind wir vorgewarnt fürs nächste Mal. Fast schon ein unangenehmes Bonuslevel an der Stelle. So, bekomme ich, was ich mir erwarte? Ja, ein Träumchen. Da krieg ich immer Schmacht, wenn ich das sehe. Gerade in den moderneren DKC-Games, die Loren-Level, ein Highlight. Die sind immer sehr innovativ und... Ich muss hier mal lesen. Ich muss die Zeichen lesen. Ja. Ah, ah. Bast. Die Musik sagt ja aber nicht, dass Panik herrscht. Die sagt eher dem... Oh, ah. Na gut, es war nur eine Bananenmünze. Guck mal, hier auch ein bisschen dynamischer das Ganze. Kamera, wild, wild. Nehmen wir alles mit, Freunde. Schön wir auch die Herzen. Ups, die Herzen oben links sind auch mechanisch mit irgendwie Schrauben oder so. Ah, das ist schade, ne? Du kannst wenig Einfluss nehmen beim Sprung in der Luft. Ich hatte einen Checkpoint. Dessen war ich mir gar nicht mehr sicher. Aber stabile Sache, guck mal hier. Ich weiß nicht, warum das Flugzeug noch brennt. Also es ist noch akut, ja. Das ist nicht schon ewig her. Das ist ein frisch abgestürztes. Na toll. Der Gedanke... Oh, siehst du? Ich lass mich... Oh nein, da war ein Checkpoint. Warum ist da ein Checkpoint? Wollt ihr mich komplett hops nehmen? Das ist nicht denn ihr Ernst, ne? Jetzt sind wir halt auch wirklich hier. Das ist doch wohl... Das ist gemein hoch 10. Das Spiel ist gemein. Also ich drücke immer meine Sympathie aus, ne? Spiel, ich stehe für dich ein, ich lobe dich in höchsten Tönen und du haust mir permanent eins, wirkst du mir rein, ne? Oh. Das ist halt auch komplett Absicht. Komm, wir beenden das Level mal, so gut es geht, und dann machen wir einen zweiten Durchlauf, wo dann alles gesammelt wird. Damit ich schon weiß, was hier noch kommt. Ja, auch Cartoony. Der Kojote. Ah, da unten ist auch eins. Meine Güte. Ja gut, wie willst du es? Gefühlt blind. Speedrun. Übrigens, wir können ja ins Wasser. Den nehmen wir schon mal mit. Okay. Ja, kannst du nicht alles riechen. Ich habe schon ordentlich einen Zinken, aber reicht nicht. Wichtig ist, dass ich das N bekomme. Dann kann ich auch den Checkpoint nehmen. Ist das schon der Boss? Meine Güte. Aber oben ist auch noch ein Level. Eins nach dem anderen. Freunde, wir setzen einen Fuß vor den anderen.
Und Donkey Kong hat derer gleich 4. Oder er benutzt seine Arme als Füße. Sagen wir es so. Tja! Ich denke mal, man muss alle Kong-Buchstaben zusammen haben jedes Mal. Also ist jetzt nicht, dass ich nur N und G sammeln kann, wa? Dann haut den Schurken auf die Gurken! Einfach gesperrt. Die Bananenspur hat den Wikinger einfach gesperrt. Gerettet. Ducken! Springen! Springen! Ducken! Springen! Tja, mit Blinzeln, ne? Thema Blinzeln in Videospielen? Ich wollte gerade... Ja, man kann schon blinzeln, ja. So schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Da gibt mir endlich das N. Das mal passt. Ah, ja, ja, das war... Ja, gut. So, und erst hiernach kommt da nochmal richtige Action. Obacht. Wenn ich da hochspringen können, gibt's da was? Fehlt ja nur noch... Ne, das G... Oh, bitte, bitte, das darf nicht wahr sein. Ich muss leider in den Abgrund. Ach, ärgerlich. Aber das ist ja so einbezogen vom Spiel, ne? Gerade nochmal der Schinken. Und ich weiß, wenn ich runtergefallen bin, muss ich auch erstmal weiter unten bleiben. Nur Geduld. Ruhig, Paul. Gut, dass es eingesammelt bleibt. Mir ging schon wieder der Puls, ne? Okay, war auch eine knappe Kiste, wenn ich ehrlich sein muss, aber... Ergebnis. Da geht er down, da geht er down, da geht er down. Ja, noch ein bisschen Schaden genommen. Ich hätte gerne noch eine Scheibe Schaden. Du hast doch schon einen Schaden. Ja, habe ich. Immer ein bisschen zu früh. Alles klar, alles nachgeholt, ja. Schönes Level. Schöne erste Schienenwelt. Mehr davon. So, ah, das ist K-Level quasi. Was heißt quasi? 1K, Durchhängedrama. Also wenn ich eins weiß, dann ist es allgemeiner Konsens gewesen, dass die K-Level in Tropical Freeze nicht so hart waren wie in Returns. Aber es kann auch sein, dass es einfach eine Sache der Erwartungshaltung war. Dass sie in Returns einfach so überrascht haben. Und hier hat man schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Freunde, wir werden es herausfinden und gucken, wie sehr mich das hier fordert. Ja, wen nehmen wir denn? Dixie? Wollen wir mal schätzen. Das ist wieder viel verlangt. Uiuiuiui. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, bisschen schwieriger, aber bis hierhin eigentlich ein relativ normales Level. Kann man nicht die eindeutige Thematik erkennen. Da steckt mehreres dahinter. Und das war das Ding. Ich habe jetzt wieder auf Dixie vertraut. Dabei muss es natürlich auch möglich sein, als DK alleine alles einzusammeln. Das habe ich da nicht bedacht an der Stelle. Oder muss es das? Also manche Sachen sind nur mit Crankys Stab zu holen, das ist wahr. Ja, dann lieber den Diddy. Ich glaube, der ist auch eine schlaue Wahl hier. In 1K. Mein klassisches Szenario. Ihr kennt die beiden Primaten und sie haben jetzt hier ganz schön was zu knabbern. Damit meine ich nicht die Bananen. Die sind nicht besonders knusprig.
Höchstens die Schale. Freunde, man kann die Bananenschale essen. Ja. Und wenn du so ein Nilpferd fütterst oder so. Öffnen die ganz. Oder ein Elefant, ja. Öffnen die komplett rein mit Schale. Das ist nicht ungesund eigentlich. Wir finden es halt nur nicht so lecker. Vielleicht gibt es Kulturen, in denen man nur die Bananenschale isst und nicht den Inhalt. Weil das schon doof wäre. Weil du kannst auch die Schale vom Apfel essen oder so, ne? Das ist ja alles in Ordnung. Oder von der Melone. Oder von der Kiwi. Oder auch nicht. Oder man lässt es. Nach links springen. Für mich ist das perfekte Timing, aber ausreichend. Ausreichend ist Note 4. So, nur die Ruhe. Ist aber ein bisschen anderes Spirit als die K-Level in Teil 1. Macht es die Musik oder dass es nicht solche Checkpoints mit Vasen gibt oder... Checkpoints, die keine Checkpoints sind. Was war das denn jetzt hier? Ja, das habe ich schon. Noch ein! Ja, klar, wir haben noch Zeit. Wir liegen ja gut in der Zeit. Wenn wir den Level beenden mit dem K-Level und dem Boss und schon mal ein Looky-Looky machen. Warum ist hier Parkverbot? Freunde. Eingeschränktes Halteverbot. Guckt euch die Reichtümer da an auf dem Boden. Keiner juckt sich dafür. Das wahre Gold, ne? Das gelbe Gold. Banane. Auf jetzt. Aufi. Das ist natürlich eine gewisse Konzentration vonnöten. Das würde euch nicht überraschen, aber... Ich dachte, ich sag's mal dazu. Aber hier, der Perfektion nahe, würde ich sagen, mein Run hier. Das war eigentlich die einzig richtige Antwort vom Spiel. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, wie das Spiel hätte darauf... reagieren können. Das könnte man auch schon fast Skill schimpfen. Ja, die habe ich auch. Komm. Weiter geht's. Ah, die habe ich gar nicht, ne? Die sind gar nicht zeitlich eingegrenzt. Man kann sich so viel Zeit nehmen, wie man möchte. War schwierig, finde ich. Man ist gar nicht gehetzt. Was glaubt ihr, warum ich mich eben so beeilt habe? Sonic-Syndrom hin oder her. Warte mal, was ist da los? Was ist da los? Ich muss verstehen. Ich muss sehen und verstehen. Also, ich soll mich beeilen. Macht Sinn. Ja, diesmal soll ich mich beeilen, ne? Wollte ich gerade über Sonic-Syndrom reden? Gib Gönn! Gönnung, Gönnung, geh nach Haus. Jetzt gibt's hier ein Geschenk, Freunde. Ja, ist denn schon Weihnachten? Lunste rein, wie so ein Neugieriger, ne? Was ist einfach für ein Steinding drinne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Es gab eine letzte Welt, ne? Es gab eine komplette letzte Welt diesmal. Ja, die checken wir aus, ne? Das war 1K Durchhängedrama. Wie schwer war's? Ja, war schon... Verglichen mit den Returns-K-Leveln... Hat Returns noch leichtere. Aber einige davon sind schwieriger als das gewesen.
Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden. Kombiniere 7 mysteriöse Artefakte, um noch mehr Geheimnisse zu lüften. Ich will nur meine Bananen. Ich bin ein Affen. 1 Boss Halfpipe der Halbstarken. Stimmt. Ich habe Returns und vor allen Dingen Tropical Freeze immer vorgeworfen, die Bosse, ne? Eieiei, die Bosse, die dauern so. Aber ich glaube, der war noch echt cool. Auf jeden Fall. Ja, da werden wir uns erinnern. Was hier wirklich. die einfach gespawnt aus dem Fass. In die Arena geschubst. Ja, Treffer. Mal gucken, was er noch zu bieten hat. Ja. Auf mich zielend. Wie schön, oder? Ja, immerhin kreativ auch, so mit der Halfpipe etc. Viel zu einfach treffen von dem Schund. Mal sehen, wie es noch laufen wird. Ich meine, haben wir denn Suchtis in den Kommentaren, die das Abenteuer hier gerne mal mehrfach durchspielen, etc.? Also, da ist das natürlich beschämend, aber... Okay, nicht. Ich nehme an, man soll nicht drauf. Aber jetzt. Rückenschmerzen vorprogrammiert. Die hauen noch wieder ab. Mensch. Das ist einfacher als diese Sache eben mit dem Fokussierten. Upsi, das tut mir leid. So, Foka. Ist das jetzt eine... ist es eine Seerobbe? Ist es ein Seehund? See the difference. Robbe, Seehund... Ich kann es oft nicht merken, ne? Ich kenne die Unterschiede. Ich habe die. Ist eine Robbe. Ist eine Robbe ein Seehund? Was war denn der andere dann? Da blamier ich mich bis auf die Knochen. Aber ihr habt einen Grund zu kommentieren. Das ist ein Seeigel. Und ein dicker, fetter Fisch. Der mich killen wird. Der andere ist auch da geblieben. Die Musik voll rockig. Aber das passt. Die rockige Musik, auch Super Nintendo versucht ähnlichen Vibe zu verbreiten. Ihrer Zeit. Och, komm, ey. Hitbox. Hätten wir nochmal erzählen lassen können, Hitbox, oder? Nehmen wir Dixie. Ja, wird halt geskillt jetzt, ne? Wird halt geskillt, komm. Ja, zur Schadensbereinigung mache ich eben beide jetzt. Halb so viel Herzen. So. Also ja, der Bosskampf geht natürlich deutlich länger als eine Knordi oder Nikki. Dass man hier warten muss. Aber man sieht auch schon, was ich eigentlich meine. Die Bosskämpfe in dem Spiel geben dir nur für einen kurzen Zeitpunkt die Möglichkeit, überhaupt einen Treffer zu landen. Du kannst nicht mit Skill trotzdem für einen Treffer sorgen, wenn er halt gerade sowas hier macht. Sondern das, so finde ich, zieht den Kampf einfach in die Länge. Das sind die Halbstarken, ne? Die sehen auch für mich so aus wie Jugendliche, die
weiß ich nicht, an der Tanke versuchen, Alkohol zu kaufen. Und dann andere vor der Tanke fragen, hey, können Sie für mich mal kaufen? Da komm jetzt ran auf den Meter. Du musst gar nicht aus den Ohren dampfen. So glitschig wie du bist, wird es dir wohl kaum Schaden machen eigentlich. Also eben gab es natürlich auch die Chance, ne? Ich sag skillbasierend. Er bleibt ja trotzdem, obwohl man ihm auf der drei Sprünge braucht. Jetzt wird's spannend! Ich weiß nicht, ob das noch besser abtimen kann. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, da ein bisschen zu warten, aber ich denke. Hat er sich einfach vorgerollt, der Markus? Vielleicht kriegen wir doch irgendwie noch eine Chance. Das wäre doch herrlich. Ist ja witzig, dass man den erreichen kann und die kicken einen dann wieder runter. Und so kann schon mal laufen. Hey, ich wollte doch, ich habe doch. Da kann sie die Seeigel auch erledigen. Auch Cranky, eine interessante Wahl. Give it to me. Geduld mitgebracht, Leute. Haben wir das ausgetestet? Das macht trotz Pogo-Stock Schaden. Gut, mit Herzen wird auch nicht gegeizt. Wo ist er benebelt? Ja, die Zuschauer hinten, die können sich auch kaum auf ihren Sesseln oder auf ihren Flugzeugen halten. Die haben ja wirklich coole Sessel mit Seilen an den Ästen gespannt. Wie gut ist das denn? Die haben richtige Kino-Sessel. So Details achte ich erst mit der Zeit. Wunderbar. Dann ist ja gut, dass ich nicht First Try gemacht habe. Sonst wäre mir dieses Was? Wäre mir dieses tolle Detail entgangen. Immer so kann man es beschleunigen. Ja, das ist wahr. Er hat noch nicht genug. Ich schon. Aber jeder Treffer könnte der letzte sein. Ganz genau so ist es! Meine Damen und Herren, ihr habt es gesehen, wie es läuft, ne? Ihr habt das Gesicht. Ich würde sagen, verdient. Diorama, neue Figuren bei Funky Kong. Ey, da würde ich sagen, können wir relativ zum Ende hin unsere ganzen Münzen ausgeben. Sag mal, gab es diese Funky Kong-Automaten auf der Wii U schon? Die kommen mir so befremdlich vor. Gut, dann haben wir die 100% in Welt 1, Leute. Geht auf eine andere Insel. Ist ja wunderbar. Gemühlredert. Warte mal. Menü. Ich kann nicht einfach die Insel angucken. Hä, was, wenn ich zurück will? Ah, so. Ja. Okay. Dann. Mangrovien. Haben wir dich. Nächsten Part. Alpatoll. Der Name kommt von den Alpen. Ja. Europa südlich von Deutschland lässt grüßen. Grüzi. Nicht verpassen, Like da lassen. Und bis dann und ciao.